Heute ist ein Päckchen angekommen und das ganze Päckchen, das werden wir jetzt mal öffnen. Also zunächst ist es eigentlich ziemlich leicht und es hat eine quadratische Form. Es ist ein typisches DHL-Päckchen und es ist relativ stabil. So, also zum Öffnen von dem Paketschnüren, da nehmen wir mal einen Cutter her. Es geht auch ganz einfach zu öffnen. Hier an der Seite, das ist noch mit Kleber verschlossen. Und jetzt schauen wir einfach mal, was drin ist. Also erstmal fällt die Packungsliste aus dem Paket raus mit den ganzen Daten, die wichtig sind für die Bestellung. Und hier ist dann das bestellte Produkt, Kopfhörer von Sky Candy. Das Päckchen war sehr groß für den Inhalt, deswegen kann auch passieren, dass es dann beim Transport im Päckchen verrutscht. Und also erstmal, man sieht hier gleich mal die Marke Sky Candy stehen und das ganze Päckchen ist in einer Plastikhülle verpackt. So, dann öffnen, also wenn man hier bei der Packung, bevor man es öffnet, hier sind die ganzen Daten über das Produkt, hier ist ein Bild vom Produkt, hier ist nochmal das Logo von Sky Candy und hier sieht man dann das Produkt im Ganzen und jetzt gehen wir mal ans Öffnen. Also das sind hier, sind so Plastikkleber, die wir jetzt mal vorsichtig aufmachen. Das ist etwas tückisch. So, und jetzt öffnen wir das Produkt. Und dann ist hier erstmal so ein Säckchen mit dem Skull Candy Logo oben. Das ist wahrscheinlich für die Kopfhörer gedacht. Und jetzt öffnen wir das Produkt. Also man kann hier die Kopfhörer eigentlich relativ einfach herausziehen. Ist in so einer Art Karton verpackt. Und dann fällt hier auch noch Schützer für die Lautsprecher fallen noch hier mit raus. Die sind in so einer kleinen Plastikhülle verpackt. Und jetzt nehmen wir die Kopfhörer mal raus. Also die sind einzeln verpackt. Die liegen hier nur drauf. Und hier auch wieder die Marke Sky Candy zu sehen. Und man hat jetzt eigentlich alles, man findet alles, bloß hier die Kopfhörer, die sind hier unten versteckt. Und da sind auch noch Bedienungsanleitungen zu finden. Und hier nochmal was über die Kopfhörer an sich. Und die sind hier unten etwas kompliziert verpackt. Also hier sieht man nochmal den Karton, wo die Kopfhörer drin waren. Und das sind jetzt die Kopfhörer. Die sind auch nochmal in so einem extra Plastiktütchen verpackt. So, also man hat eigentlich, die Kopfhörer hat man gleich auf Anhieb gefunden. Die, das Kabel war etwas versteckt auf der Unterseite und sonst, es funktioniert eigentlich ganz gut. Es war einfach auszupacken. Und
Das Einzige, was man anders verpacken könnte, wäre, dass man dieses Kabel vielleicht mit zu den Lautsprechern an sich verpackt. Ja, und das ist das Produkt.